Hallihallo, Hallöchen und willkommen zu Frostpunk. Ich dachte mir, ich schaue mir das Spiel mal an. Keine Ahnung, wie es läuft. Ich bin nicht wirklich der Beste, wenn es um Aufbau Simulationsspiele geht. Und ich glaube, das ist genau das, was das eben sein wird. So à la Anno. We roam the still, cold world. Ja. No horizon in sight. Schauen wir mal. The rulers of old, stripped of pride and glory. It feels as yesterday we were turning the wheels of progress. Until the frost stopped it all. Suddenly, without a warning. When tides had changed, they changed for all of us, no matter wealth or class. We've lost our world to snow. And with it, our last traces of humanity. Bid farewell to plenty, and for those who remained came the time to adapt. We decided to leave our homes and head north. We roamed for weeks, maybe months, leaving behind all the things we once believed had made us. It was hope. Pushed us forward. Slowly. Step by step. We knew the cost of our journey. And we paid the price. 100 times. Finally, the time has come to build the last city on Earth. Okay. Das ist der Plan. We have to survive. Ja, schauen wir mal, ob wir surviven. Oder wie lange wir surviven. Ich muss auch nochmal gucken. Ich glaube aber nicht, dass es Einstellungen gab, damit um das Spiel auf Deutsch zu stellen. Ich kann heute auch kein Deutsch. Ja. We need to get the generator working. It provides heat and power to the other buildings. Without it, we'll freeze to death. Stockpile some coal and start the generator. Okay. Moment. Settings. General. Nope. Audio. Controls, ne? Gibt es leider nix. Leider nix. Shutdown, Steam Level 1. Okay, wir brauchen Homeless 80. Ist das hier? Wood Crates? Steel Wreckage? Coal Pile? Frozen Trees. Könnt ihr... Workers. Mal 5 hier hin. Jetzt haben wir hier Steel, da mal Wood Crates. 5 hier hin. 5 dahin. Was ist mit Engineers? Wir brauchen auf jeden Fall Kohle. Was ist hier noch? Das ist auch Kohle. Machen wir hier auch 5 hin.
Okay. Weiß nicht, ob es besser ist, wenn man direkt alles von einem Pile holt oder ob man die aufteilt. Keine Ahnung, wir haben hier noch Frozen Trees. Wilder Sommel. Nearby to ex. Okay, wir müssen erst eine Sommel bauen. Das sind alles Frozen Trees. Was ist das hier? Iron Ore. Wilder Steelworks nearby. Okay, das ist. Lager. Ja, ihr seid discontent, das ich weiß, weil wir haben kalt. Kann ich? Okay, ich kann hier. Da haben wir auch noch Steel. Das sind auch noch Wood Crates. Schick mir hier mal noch 5 hin. Und Frozen Trees. Schick mir hier noch 5 hin. Und zudem noch 5. So. Jetzt haben wir noch Engineers. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir die Engineers brauchen zum Bauen. dann wenn er Coal Mine können wir dann da bauen. Was haben wir hier noch? Das ist Iron. Hier haben wir noch. Schicken wir doch da mal 5 von den Engineers hin. So, ich glaube, jetzt müssten eigentlich überall welche sein. Kann man jetzt Incorporate. Ach, wir brauchen 200 Kohle und dann kann man den Generator anmachen. Okay. Book of Laws, Economy, Construction, People, Health, Medical Post. A tiny insulated shelter for 10 people to sleep in. Gehen wir davon aus, den inneren Ring. Waiting for workers. Workers. Okay. Die bilden das. Ich würde sagen, den inneren Ring. Wir haben jetzt 80 Leute. Wenn wir den inneren Ring mit Gebäuden machen. Da müsste das ja eigentlich klappen. Wir brauchen 200 Kohle und wir brauchen Holz. Holz, denke ich, kommt von den Wood Crates. Schick mal die mal da noch hin. Generator. Okay. Homeless. Okay. So. Brauchen wir mal Häuser? Ich habe zwar keine Ahnung, ob das jetzt eine gute Idee war oder nicht, aber wir brauchen auf jeden Fall Kohle. Health. Medical Post. Food. Food wäre wahrscheinlich auch eine gute Idee gewesen. Hunter's Hut. Resources. Tech Workshop. Schauen wir mal. Die sind aber am Collecten. Aber wir haben auch keine Food Rations mehr. Wo soll man hier auch großartig Food rausfinden? Oder herbekommen, besser gesagt. Okay. Ah, hier oben kann man. Okay, warte mal, um die Quest schnell fertig zu machen, brauchen wir.
critical shortage. The number of sick is rising, and we don't have enough materials to build a medical post. Perhaps a short burst of effort could help us. Open the Book of Laws. You can force workers in any facility to work for the next 24 hours. Using emergency shift will raise discontent. Discontent will rise slightly. Child labor? Child shelters? Sawdust meal, ne? Wow, okay. Die Auswahl ist nicht unbedingt gerade toll. Build a cemetery. A snow pit. No risk of disease from unburied bodies. Children can work in safe workplaces. Okay. Hear me. New law in the city. Okay, turn the generator on. Okay, dann haben wir die Quest fertig. The generator hums with the room, but we shouldn't take it for granted. If the generator goes down, the city dies. Be mindful of coal reserves. New food. There will be no city restarted. Secure a way to provide raw food and build a cookhouse. Raw food. Build a hunter's hut or a hothouse. Food. A hunter's hut. And a cookhouse. Okay, was habe ich denn gerade? Steel Wreckage haben wir eigentlich genug. Kommt ihr mal zurück. Bildet ihr mal das Haus. Beziehungsweise, was heißt das Haus? Das Teil halt eben. Kohle brauchen wir auf jeden Fall. Das ist Kohle. Das ist Wood. Speed mal das Ganze mal ab. No roof over a captain, but an innocent concern. I provide shelter for everyone. I won't address this right now. I'll provide some shelter. Provide shelter. Wir können noch Tents bauen. Wie bildet man denn hier Streets? Apple Street hier.
Okay. Okay, wir haben keine Workers, das heißt, wir brauchen. Wie sieht's denn aus? Kohletechnisch? Nein. Die, die wir jetzt available haben, schieben wir da rein. Das ist Wood. Das ist auch Wood. Dann nehmen wir mal einmal Wood weg. Beziehungsweise, warte mal, ich könnte, was ich machen könnte, ist, dass ich die hier reinpack und dann hier so viele reinpack wie geht. So, Shelter Promise fulfilled. Discontent ist weg, fast. Wir haben Sick. Okay, das heißt, wir brauchen Construction Health. Was brauchen wir denn für das? Wir brauchen 25 Holz. You can introduce a new law. Child labor. Extended shift. New shift working overtime causes discontent. Discontent will rise slightly. Dwelling public house. Hört sich gut an. Food additive, sawdust meal available in cookhouse, hope fall. Das ist halt die Frage, extra rations. Ach nee, ich könnte, was ich machen könnte, ist... No pit bone. Listen, everyone. New law is signed. Sorry. Okay. Workshop brauchen wir, einen Beacon und Rescue Survivor from our Lost Expedition. A Workshop. Brauchen wir 15 Wood und 5 Steel. Okay. Wood und 5 Steel, wir brauchen noch Arbeiter. Wie sieht's denn aus? Kohle technisch. Das ist Kohle, das ist Kohle, das ist Kohle, das ist Kohle, das ist Wood, das ist Steel, das ist Wood. Steel. Steel haben wir eigentlich im Moment noch genug. Geht ihr mal kurz darüber, das Ding mit fertig bauen. Bauen wir das doch mal fertig. Dann haben wir einen Workshop. Und einen Beacon sollen wir bauen. Gathering Post, Food. Wahrscheinlich kriegen wir den Beacon, sobald der Workshop fertig ist. So, ich hau mal da rein. Jetzt haben wir da allerdings.
Ah, weil die. Okay, die haben kein Dingens. Okay, Moment. Wenn ich jetzt. Technology Tree. Komm, Generator Upgrade. Kann ich jetzt hier. Nope. Möchte ich eigentlich wäre es am besten, wenn das Snowpit irgendwo da draußen wäre. Eigentlich wäre ganz am Rand irgendwo passend. Das ist einfach hier mit hin. Weil, warum auch nicht? Wir haben doch Rationen. Beacon, Rescue Survivor. Ah, hier. Beacon. Start. Finish your labors, people. The work day is up. Okay. Okay. Beacon. Weather changes. A new lore. Organ transplant. Could use a body parts of deceased to serve the living. Okay, wir können einen Medical Post. Machen wir hier hin. Okay, ich muss. Wood nicht. Ich habe zweimal Wood, einmal Steel, ne, dreimal Wood, einmal Steel. Das ist Coal Pile. Kommt ihr mal weg? Nein. Nein. 5 Max. Wrap up well. The frost is here. Okay. Okay, das heißt. Kann ich das
irgendwie. Okay, das Mantel. So, sorry. Medical Post. Den schieben wir hier hin. Und dann machen wir People, Housing. So. Machen wir es so rum. Max. Ich arbeite daran. One of our people has become gravely ill due to frostbite. This will keep happening if people have to work in such cold. Organic Fertilizer. Ich kann im Moment aber nichts machen. Wir arbeiten daran. Ich gehe mal davon aus, Tech. Okay, jetzt kann ich ein Beacon bauen. Ja, ich weiß. Street. So. Bauen wir da mal einen Ring drumrum. So, jetzt habe ich einen Beacon. We're no longer lost and blind. From now on, our people will be able to survey the icy barrens that surrounds us, Frostland. Okay. Cool. Cool, cool. Lost Expedition sent scouts here to learn about this place. Scouts. Scouts. Was muss ich bauen für Scouts? Beacon haben wir schon. People, Health, Food, Resources. Create a new scouts team. Ah, wir brauchen 40 Holz. Ja, ich will es suchen, aber wir brauchen erst Holz. Turn off the overdrive. Oh. Oops. Nicht gesehen, dass der Overdrive noch an ist. So, macht mal hin. Nochmal 40 Holz. Können wir ein Expedition Team starten nach Lost Expedition. Go. Okay. Brauchen 10 Stunden. Die brauchen 10 Stunden. Dann kriegen wir 20 Leute dazu.
Make an exception and bury him. Little discontent. Wir versuchen es. Okay, Steel Wreckage ist depleted. Schicken wir halt mal nach 5 dahin. Schauen wir mal. Explore. Escort the survivors to the city. Send the survivors to the city. Scouts will set out towards our city and bring the survivors quickly and safely with them. Survivors will set out towards our city on their own. It will take longer and some of them may die. Ne, wir nehmen die mit zurück. Könnten zwar noch weiter surveyen, aber nehmen die jetzt mal mit zurück. Das ist gerade auch Hauptziel, glaube ich. So. Mit 22 Leuten. Yay! People from our convoy reunions. We will look for the others. 36 homeless. Hunter's Hut. People tents. So. Oh, minus 30. Jo, ich würde mal sagen, so den generellen Gist davon, was das hier ist, glaube ich, hat man gesehen. Wie gesagt, ich bin kein Spezialist, was Aufbaustrategiespiele angeht. Ich habe da meistens immer keine Geduld dazu, alles zu managen und auf alles aufzupassen. Es gibt immer viel zu viel, was man beachten muss, weil man muss dann gucken, dass man genügend Kohle hat, man muss gucken, dass man Holz hat, man braucht Stil, was auch immer das ist. Essen ist gerade permanent auf Null und lauter solche Sachen, das ist irgendwie nicht so günstig. Wahrscheinlich könnte ich eigentlich von dem Coal Pile hier 5 noch wegmachen und die in die hier mit reinhauen. Achso, nee, brauche ich gar nicht. 5. Kohle haben wir eigentlich. Was haben wir denn immer noch? So wenig. Coal Pile. Hier haben wir noch Wood Crates. Ja, doch hier einfach mal Max rein.
Wenn wir Leute zu bauen brauchen, erstmal aber welche da. Ja. Wie gesagt, ich bin da absolut kein Spezialist drin. Sturdy Shelter. Schick mal die doch mal dahin. Und schwierig. Was heißt schwierig? Nicht wirklich, aber man braucht Ausdauer dafür und Überblick. Das sind Sachen, die ich glaube ich nicht wirklich habe. Von daher sage ich an der Stelle mal vielen Dank fürs Zugucken. Lasst einen Like da, schreibt gerne was in die Kommentare. Über ein Subscribe würde ich mich natürlich auch freuen. Klickt die Klingel, damit ihr seht, wenn ich das nächste Video hochlade. Und ansonsten einen schönen Tag, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss!